Willkommen zurück in der Apokalypse, meine lieben Freunde. Die WG ist wieder zusammen und ich darf dabei sein als Special Guest, wurde mir gerade gesagt. Ich bin ein Special Guest. Haha. Und da werde ich natürlich auch alle Annehmlichkeiten haben, die es so gibt. Das heißt, ich werde bedient und betüdelt von vorne bis hinten. So wurde mir zugesichert, das steht im Vertrag. Also, alle anderen sind auch schon da. Da ist einmal der Delfino. Hallo. Dann der Brutzi ist irgendwo da unten am Brutzeln. Katatonka, hi. Katatonka, lieber Brutzi. Und der Zorner natürlich, ganz klar. Genau, beim Plündern wie immer. Der Oberplünderer und die Mutter der Nation, Shadow-Mutter. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Jetzt müssen wir so eine Kaufhausmusik einspielen. Genau. Ja, total gut. Wir sind wieder alle zusammen und können hier wieder Döneken machen. Genau. Oh ja, Döneken. Döneken. Döner? Oh, und darauf erstmal ein schönes verfaultes Brot. Mm. Jawohl, schön. You feel sick to your stomach. Ah, du weißt, was gut ist, ne? Ja, ich fühle mich krank zu meinem Bauch. Frei übersetzt. Ich habe gerade eine Jacke gefunden, die werfe ich mir mal über. Das sieht doch schon viel besser aus. Mensch, nackt, aber eine Jacke. Und eine Brille. Freigeist. Du hast eine Brille? Ich habe so eine Schutzbrille gefunden. Ah, jetzt ja. Ich hätte gern einen Schweißerhelm. Ja. Der Footballhelm ist auch gut. Ich höre da massig Zombies. Ich komme. Wo sind Zombies? Ja, der Tino hat schon wieder getrunken. Nein, das ist nicht. Definitiv in der Nähe. Wo bist du denn? Drüben, bei den anderen Häusern. Drüben, da drüben, da! Da drüben! Hast du rüber gemacht, oder was? Drüben ist er! Es gibt eine gute Nachricht, ich habe jetzt auch eine Armbrust. Sehr gut. Und geht direkt auf die Jagd. Das ist gut. Hat jemand Lust mitzukommen? Ich muss mich erstmal in irgendeine Kiste müllen. Ich bin, oder plündern wir erstmal. Ja, erstmal sicher machen hier, genau, hier mal wirklich alles plündern, die Zombies killen, die da überall rumrennen. Okay. Ich sehe leider keine. Weil ich höre sie, aber sehe sie nicht. Wollen wir die geplünderten Häuser irgendwie markieren? Das wäre total sinnvoll. Wir können die Tür rausreißen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Offen, lass uns offene Tür. Offene Tür. Kann man sie anziehen? Okay. Dann haben wir hinterher noch unser Haus stehen, das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten doch mal irgendwo ganz viel Wasser. Okay, das ist schon geplündert. Ist das so? Blöden Stuhl eingesammelt. Ich meine, ich habe ein bisschen Wasser dabei. Aber wo das restliche ist, weiß ich nicht. Nee, wir hatten... Ach, hier. Ich habe es gefunden. Okay, das Haus ist schon geplündert. Dann zünde ich das jetzt an. Dann koche ich das Wasser schon mal. Ich könnte erst mal einen Ofen bauen. Das ist so eine Kochstelle. Oh, jetzt meine Fackel weg. Okay, ich zünde das Haus nicht an. Wer steht denn hier? Brutzi, zünd mal das Haus an. Ich habe auch keine Fackel mehr. Okay. Hat ja klasse geklappt. Mir leider abhanden gekommen. Ja, wirklich. Ihr könnt auch ein Fass Benziner hinstellen und drauf schießen, dann gibt es eine schöne Explosion. Nein, bitte nicht. Ich habe kein Fass Benzin, ne? Leider. Ja. Ja, ein Nizis-Fing-Ding. Die Mutti braucht das. Mutti braucht Schnüffelt. Mutti braucht Schnüffelt. So, ja, wer hat Muttis Topf gesehen? Ich habe jetzt hier irgendwie 6 Töpfe, ich habe ein Set gefunden. Da kann ich dir, wir können eine Verkaufsveranstaltung machen. Topper Party. Genau. Ah, ich habe ihn. Genau. Ich höre da einen rumrandalieren. Brutzig, ich bin ja bei dem einen Haus, ich glaube, das ist noch nicht geplündert. Ja, ich bin hier in dem in dem nächsten, was noch nicht geplündert ist. Okay. Ich höre hier mal einen Zombie hinaus. Ja, ich höre ihn auch die ganze Zeit. Der muss da in der Nähe sein. Oh Gott. Da bist du vorne reingekommen. ich höre da so ein Zombie, glaube ich. Nein, das ist ja, der dann suchen wir wieder ein anderes Haus. Dann plündern hier mal schön weiter. Fröhliches Plündern allerseits. Au, ich bin ins Wasser gefallen. Tja. Kommst du wieder raus? Ja, ist ein Zombie im Wasser, ist das Schlechte. Den habe ich aber erschlagen. Ah, jetzt wies mal, wo der ist. Ich komme raus. Ah, hier in dem Wasserloch war der. Das ist ja fies. Ja. Das klingt nach noch mehr da drin. Nee, da war nur einer, ich kann es bestätigen. Also ich war gerade drinnen, auch unter Wasser, und da war nur der eine Zombie-Naut. Und dann ist ja gut. Ich glaube, die Häuser sind schon alle geplündert. Na, die Randbezirke waren noch frei quasi. Okay. Na, da nicht schauen wir alles. Mal. Nicht alle. Die Randbezirke waren noch frei, nicht alles. Okay, also, ich habe Kornsiez. Ich habe Kartoffeln. Da können wir ja schon eine richtige Plantage dann bauen. Ja, Mensch.
Auf dem Dach, dann gehe ich jetzt genau. Doch auf Jagd, weil das hat ja keinen Sinn. Wenn ihr wüsstet, was ich gerade in einer Geldbörse gefunden habe. Zwei Dosen Chicken Ratio, zwei Dosen Lamb Ratio, zwei Dosen von Hundefutter, zwei Schienen und zweimal Blutentnahme-Kit. Ja, hast du das auch in deinem Portemonnaie? Doch, habe ich immer dabei. Also. Ja, man hat ja so riesen Portemonnaies, ne? Oh, jetzt schön, jetzt so schön eine Büchse Hundefutter, denkst du dir, und dann eine Portemonnaie rein. Ist ja noch lange hin, bis Nacht wird, wa? Also wir haben ja noch richtig viel Zeit vor der Brust. Ja, zum Glück. Die Zeit vergeht ja recht gemütlich hier, gemächlich. Ja, das ist schön. Achtung, Ton kaputt. Was? Ist das, nee, wer läuft denn? Das ist der Zero. Ja, ich wieder ein Zombie. Bin ich? Ich bin hier, bin auf der Jagd sozusagen nach, nach Jagd. Wildjagd. Ach, wildem Jagd. Da hinten ist ein Schwein. Nee, und da ist so ein fetter Zombie. Das Lustige ist, was ich schon beobachtet habe, du kannst auch erstmal die Zombies die Arbeit erledigen lassen und dann gehst du hin und haust nur die Zombies tot. Ja, kümmern wir uns um die Zombies, wenn die sich um das Schwein kümmern wahrscheinlich. Ja. Ach so. Oh, jetzt kommen aber auch einige. Hurra. Ich muss wahrscheinlich laden. Huch, Entschuldigung. Na, Kopfschmerzen? Boah, zwei Beaker. Aua. Oh ja, was ist das denn hier? Kann ich das anziehen? Was ist das? Ah, okay. Sind hier schon wieder Sachen, die ich gar nicht kenne? Kaputt. Tja. Okay. Da ist noch einer. Oh Mist. Und der kommt doch immer näher. Er kommt. Danke. Erledigt. Und wo war jetzt das Schwein? Wo war das Schwein? Das ist ins Wasser gerannt. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. Ja, ja, genau. Ein Meerschwein. Ja, genau. Mhm. Ich guck mal unter Wasser. Oh. Ist ganz nett gemacht. Oh, Töpfe. Ah, Baden ist ja auch mal so eine Sache. Ich habe übrigens einen Grill gebastelt. Den muss ich nur mal irgendwann wieder zurück... Aua! Jetzt bin ich infiziert. Oh, Mann, oh. Das ist total flach hier. Da hinten ist ein Hirsch. Ja. Wie mein Humor. Der war jetzt flach. Ne? Der tanzt. Mhm. Oh, den kann ich gar nicht töten. Der tanzt. Doch, kann ich. Erledigt. Du Hirsch. Ups. Was soll ich denn hier eigentlich noch? Ich setze mich an den Strand und lese. Man kann nicht zielen und gleichzeitig schwimmen. Das geht nicht. Nö. Das kannst du nicht. Ich will doch nur Antibiotika. Ich nehme den Hirsch unter Wasser aus. Ist auch nicht schlecht, oder? Ist eine saure Sache. Ja, das Fleisch ist, und es dürfte jetzt eigentlich auch nicht riechen, doch es riecht. Muss nur aufpassen wegen der Haie. Ja, Haie. Hai. Und Nessie. Warte, Zordan, wo bist du? Nee, ich bin untergetaucht hier. Ach so. Ich bin mal schnell. Was hast du wieder ausgefressen, dass ich wieder untertauchen muss? Stichwort Gras. Ah, ja, Stichwort Gras. Hm, da war was. Was kann ich mal wegschmeißen hier? Ist es das, was ich denke, was es ist? Es ist was ganz was anderes. Oh, so, wir haben schon wieder ziemlich viele Pfeile verbraucht. Hm. Okay. Ich werde mir jetzt erstmal schön aus Gras eine Hose machen. Das geht nämlich jetzt auch. Eine Grashose? Ah. Ja. Die kannst haben du irgendwo rauchen. Mittlerweile schon einen Ofen, eigentlich? Ja, da kocht schon Wasser drin. Okay, dann komme ich wieder nach Hause und werde dann nämlich das Fleisch mitbringen. Weil das möchte ich gerne loswerden, das stinkt so. Ach so, naja. Von einem Reh Fleisch ist jetzt auch nicht so doll, aber... Oh, warte, dann muss ich auch kommen, weil ich habe ja den Grill. Ach so. Das ist der Grillmeister. Treffen wir uns am Haus. Yo. Yo. Boah, ich bin noch fast am Hungern hier. Dass ich noch sieben Dosen dabei habe. Prinzipiell könnten wir ja die komplette Stadt vielleicht absichern. Oder diese Siedlung. Das ist ein etwas größeres Unterfangen, aber wir wären sicher. Oder wir ziehen weiter. Können die da nicht in der Siedlung trotzdem Heuschrecke? Operation Heuschrecke, ja. Alles plündern und abhauen. Da wäre ich auch eher für den ersten Vorschlag, dass man irgendwie hier bleibt und dann ist alles ein bisschen absichert. Ja. Aber ich passe mich da an. Klingt gut. Randale. Klar, vielleicht gibt es noch größere Dörfer, aber das ist doch eigentlich ein schönes Haus. Steht schön zentral hier. Richtig. Und wir können die anderen Häuser abreißen, können davon die Rohstoffe vielleicht verwenden. Ich weiß ja nicht, eventuell. Das ist eine Idee. Da muss man da echt vorsichtig von oben nach unten, weil sonst bleibt nix über.
Ach, wenn es zusammenbricht, ist alles weg, ne? Ja, das ist das Blöde. Okay. Naja, wenn wir hätten was abgebrannt, wäre es auch weg gewesen. Aber es wäre schön warm. Weg, weg, weg. Aber der Versuch war da. Zu Hause. Soll ich das Fleisch in den Kühlschrank packen? Jo. Ja, da ist schon was. Okay, oh, da ist schon so viel. Wo soll ich mal den Grill hinstellen? Hier hinter die Theke? In die Küche, würde ich sagen. Hier beim wenn Kühlschrank. Wir noch ein bisschen haben. Wenn wir hier das Fleisch haben, oder? Ach ja, das ist ja auch die andere Bar. Kochstelle. Na. So, alles stinkiger packe ich erstmal raus aus der Tasche. Ah, ist schon alles raus. Okay, alles klar. Wir brauchen mehr Kisten. Ja. Wir brauchen mehr Bier. So, jetzt im Angebot frisches Hundefutter. Oh, ist ja nett, dass du die Feuerstelle direkt neben meinem Bett gemacht hast. Ja, das hast du immer. Morgens gleich Kaffee, weißt du? Ja. Oh, apropos Kaffee habe ich auch gefunden. Ja, hier pennt auch einer. Überall haben sie sich hier eingenistet. Das ist total gut. Mhm. Am besten ist das Schwebebett. Hier muss auch eine Tür aufs Klo, Leute. Das geht so nicht. Nö. Wir sind da ganz offen. Klo. Okay. Genau. Wir sind moderne Hippies. Moderne Hippies. Ja, der Schwarze mit weißen Haaren von heute trägt auch rote Sachen. Ich bin eingekleidet. Genau. Achso, ich wollte Gras. Das war das, was ich hier wollte. Wir sind auf jeden Fall eine Kommune, ey. Wenn ich das so höre hier die ganze Zeit. Keine Tür im Klo, laufen nackig rum, brauchen Gras. Ich habe diesen Holzstuhl mitgebracht. Das ist das neueste Modell von IKEA. Soll ich nochmal ein paar Kisten machen, weil ich hätte Holz dabei? Das ist nicht verkehrt. Warum zerschlägert der Fino hier die Stühle? Okay, wir brauchen Platz für Kisten. Bist du aggro? Die Stühle kannst du doch wenigstens verbrennen. Nee. Das wäre zu einfach, oder? Oh, hier sind ja Stiefel drin. Darf ich mir die nehmen? Ja, habe ich alles reingelegt. So bedient euch. Geht hin und nehmt. Wir haben jetzt drei neue Kisten. Hier, das sind eigentlich immer alle. Ich mache auch gerade Kisten. Ja, man kann nicht immer okay, nie mehr auf Kisten kommen. Zu machen. Nö. Meinst du reicht? Wir brauchen ja. Ja, wir haben keinen so viel Platz, meine Kiste. Ja, das stimmt natürlich. Ach, das geht schon. Wir bauen aus. Zur Not bauen wir an. Ja. Das Haus ist groß für alle. Oder wir nehmen ein bis der anderen Häuser als Lager. Also Arzneikram ist jetzt über dem Klo in dem Arzneischrank. Okay, alles klar. Dann packe ich da mein Arzneikram auch rein. Wunderbar. Oh Mann, oh. Können noch ein paar Kisten hier oben drauf stellen, hier so. Das wäre eigentlich ganz cool. Da würden sie nicht im Wege stehen. Man würde aber drankommen. Warte mal. Ich habe einen Plan. Und ein Plan. Irgendwer ist total schlau gerade. Ist ein Plan. Oh ja, ich bin on the Plan. Hier ist es schon. Ja, stimmt, ich habe auch Bücher gefunden. Oh, ich will auch noch eins, aber ich glaube, das kenne ich schon. Nee, was ist das jetzt eigentlich mit den Büchern? Kann jeder nur einmal lesen und sind sie fort oder Ja, aber du findest die auch mehr jetzt als früher. Okay. Genau, wir hatten letzte Mal schon ein Buch 5-6-fach gefunden. Eins haben wir jetzt 10-mal. Das können wir ja zur Not verbrennen. Das ist das, was hier, um eine Forge zu bauen, das gibt es ziemlich häufig. Oh, ich habe hier noch ein Pistolenteil, glaube ich. Nee, Shotgun. Also der Wechsel von den Gegenständen, der dauert immer noch so lange bei diesem Spiel, ne? Ist das irgendwie... Stimmt. Das haben sie nicht beschleunigt. Man muss immer erst eine ganze Zeit warten, bis dann der nächste Gegenstand kommt. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Irgendwo nö, doch hier jemand. Hallo, jemand zu Hause. Oh, ein Keller. Nö. Hab ich da oben nicht drauf. Wer bohrt denn oder wo bohrst du, Shadow? Bohren tue ich gar nicht, ich habe keinen Sprit. Ich hör doch was war das Zeit denn? Irgendwas zwitschert hier oder so, ne? Das ist ein Taser? Alter, oh, nee. Das bin ich. Ich wollte eine Tür bohren, geht aber nicht an der einen Stelle. Dann kommt so ein komisches Geräusch. Der UFO-Mann ist da. Nee, ja. Doch nicht. Ja, okay. Genau, er ruft uns. Ich hab Kisten gebaut. Wo willst denn du eine Tür bauen? Du brauchst links und rechts sowas für einen Türstock, ne? Ja, aber bei...
Aber bei der einen Tür, wo es dann in den kleinen Schlafraum geht mit dem Schreibtisch, da kann man keine Tür bauen. Da ist dann dazu. Okay, ist hier wieder alles durcheinander. Nee, nee, nee. Ich glaube, jetzt habe ich hier alles geplündert, oder? Sieht zumindest so aus. Ja, guck mal, eine Tür ist gebaut, die ist jetzt unsichtbar. Eine geheime Tür. Das doch. Hat schon mehr eine Shotgun? Ich hätte Shotgun-Shells. Nö. Ja, habe ich auch schon welche in die Kiste gepackt. Aber hat noch keiner, leider. Nee, nicht wegschieben. Ah, die müssten wir noch drehen, oder? drehen. Wie war nochmal drehen von Gegenständen? Rechte Maustaste. Okay. Nö, linke, oder? Nee, rechte. Was, nicht links? Nein. Doch rechts. Das andere ist deine Maus gespiegelt. Kämpf. Ja. Er hat deine Tür vor die Toilette gemacht. Es wurde gewünscht. Hört, keine schräge Stimme, nicht schlecht. Kartoffeln. Oh, guten Tag. Ach, ein Kriecher. Wo? Wer möchte mir Blut abnehmen? Bitte? Niemand. Fino, du bist aber langweilig heute. Früher warst du der Erste, der mir Blut abnehmen wollte. So, ich habe hier oben drauf jetzt Kisten gestellt. Kommt man da von unten dran? Wo drauf? Moment. Oben auf den Rand. Ja, komm den Rand. Ja. Das ist auch cool. Und der hat wirklich eine Tür ins Klo gemacht. Das war ich nicht. Ja. Unser Special Guest wollte eine Tür haben am Klo. Ja, ich habe das gefordert, genau. Eben, und dann wird's auch gebaut. Okay, ich gehe ein bisschen Holz machen, Leute. Haltet die Stellung. Also das Jagdgebiet hier ist echt ein bisschen mau besiedelt. Ja. In einer Kiste müsste noch jede Menge Bretter drinnen sein. Aber es ist ruhig geworden, sind kaum noch Zombies anwesend, ne? Ja, ja. Wir haben die alle weggeräumt. Ja, schön. Ja, läuft. Jo. So nach und nach. Bis zur ersten Nacht oder so. Dann geht das wieder los. Bis einer weint, ne? Ja. Oh ja. Und es kommen auch immer ordentlich Baumsamen dabei heruntergefallen. Also das ist auch nicht schlecht. Kann stimmt, man wieder neu anpflanzen. Also, ich habe gerade mal Bacon and Eggs noch im Kühlschrank. Sehr gut. Das stimmt. Sind die durch, ja? Schön. Ah, dann würde ich gleich mal vorbeikommen. Ich komme da auch gleich wieder. Wir brauchen alle was zum Essen. Hat einer schon Wasser abgekocht? Ja, im rechten Ofen. Brutzi, du hattest genug. Nee, guck dich doch mal an. Ja. Brutzi darf kein das Wasser ist, weil ich mehr. Zu wenig hatte. Der bläht dann irgendwann auf. Ey, aber stimmt, wenn man verhungert, ne? Ja. Okay, dann würde ich nämlich nochmal frisches Wasser, also dreckiges frisches Wasser holen, aber das ohne auf der Toilette kann ich das ja auch holen. Das Regal über dem Kühlschrank, da ist das abgekocht. Okay, Wasser. Wir sind jetzt schon besser organisiert als letztes Mal. Ja, die Gemeinschaft wächst zusammen. Ja, man lernt die Macken genau, und ignorieren. Und zu ignorieren. Akzeptieren, ignorieren. So, Wasser. Hier, schön aus dem Klo. Na, lecker, lecker, lecker. Der Sprecher. Schmier mir das mal auf die Wunden. Wirkt doch desinfizierend, habe ich gehört. Nein, das war das andere Wasser. Haben wir irgendwo ein Feuer mit einem Pott? Hier rechts. Feuer mit einem Pott. Da ist schon Alter. Okay, das habe ich noch gar nicht auf der Reihe gehabt. Das war jetzt Lagerfeuer. Ein sauberer Schuss und ich rieche. Tja. Der Shadow schon wieder unterwegs auf Plündertour. Oh ja. Oh ja. Aber ich komme gleich wieder zurück. Ah, siehst du, dann können wir nämlich auch eventuell... So, jetzt hänge ich endlich mal das Bild auf, was ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Oh, ein Familienbild. Fangen wir schon mit der Inneneinrichtung. Um die Kunst. Das muss ja auch gemütlich, ne? Kanickel. Denkt an den Fernseher, denkt an den Haaren. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch einen Fernseher. Lohnt es sich schon, hier was zu essen zu kochen? Ah, ihr macht hier Bacon and Eggs wahrscheinlich wieder, ne? Sind schon, aber jetzt sind die Zutaten dafür leer. Was brauchst du denn? Schweinefleisch bräuchten wir. Eier haben wir 30 Stück. Ah, hier ist noch ganz viel Wasser. Dann hole ich noch mal Wasser. Nie haben wir Wasser. Ups. Ach, da oben ist ja noch Wasser. Reichlich. Sehr gut. Ja, ich habe ja auch noch was abgekocht eben. Habe ich denn noch irgendwas zu essen? Ach, ich sträube mich so ein bisschen davor, das Wasser immer aus der Toilette zu holen. Das ist einfach der kürzeste Weg. Machst du das zu Hause nicht?
Das ist einfach der kürzeste Weg. Nein, da ist es nicht. Ich würde es machen, aber da ist es nicht der kürzeste Weg. Das ist nicht der kürzeste Weg, okay. Sehr schön. Habt ihr noch Steine von euch? Ich sammle gerade welche. Ich finde es immer bedenklich, wenn man Wasser aus dem Klo nimmt, dass er dann immer diese Animation hat, als wenn er das Glas mit dem mökigen Wasser zu seinem Mund führt. Das ist ja, ein bisschen, aber egal. Ignorieren wir das. Wir haben Durst. Ja, wir hätten gelbe Pflanzen im Kühlschrank. Also wir könnten den gelben Tee machen, der dagegen hilft, aber... Was brummt? Ach, das ist der Kühlschrank, der die ganze Zeit so brummt. Genau. Weil ich denke, okay. Mit was feuert man denn am besten so eine Feuerstelle? Mit Feuerholz wahrscheinlich? Ich habe komplette Kohleblöcke, wenn genug Essen da ist. Nee, es geht eigentlich jetzt gerade um Wasser. Oh. Ja, kommt auf die Brennzeit drauf an. Ich glaube, so ein Kohleding hat 6 Minuten und 20 Brenndauer. Ja. So, schön das ganze Wasser hier rein, dann kann das vor sich hinbrutzeln. So, ich mach's jetzt mal wie die Nietzsche. Ich habe Hunger und komme nach Hause. Ja, das ist schlau. Übrigens 21 Minuten. Na ja, dann. Ich eile. Ich eile mich. Wie weit bin ich denn weg? Oh, außer Atem. Zu weit. Zu weit. Na gut, dann auf dem Nachhauseweg dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. Ja, in der nächsten Folge, genau. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.